Ja, hallo und willkommen zurück zu Planet Creator mit mir, die Selina. Und ich hatte ja schon letzte Folge angefangen und gesagt, wir bauen jetzt wachsen. Pflanzen. Wir brauchen jetzt aber erstmal Wasser. Das heißt, wir stellen jetzt mal Wasser her. Und dann wollte ich ja noch diese Runden hier an die Ecke machen. Das wollte ich ja noch machen. So, das machen wir dann auch. Und in die Runden können wir dann nämlich die Dinger da reinstellen. Die neuen. Wobei, die neuen können auch draußen stehen. Also die Dinger hier können auch draußen stehen. Aber die produzieren einfach 13 Sauerstoff. Das ist super. Und das Ding wollte ich auch noch irgendwann bauen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nicht zu vergessen, das hier wollte ich auch noch bauen. Okay. Okay, passt auf. Wir machen erstmal den Mining-Chip. Dann können wir nämlich schnell... Erstmal stellen wir Wasser her. Machen wir uns einen kleinen Plan im Kopf. Okay, der Plan ist, wir stellen zuerst das Exoskelett her. Dann stellen wir den Mikrochip her. Oh, haben wir denn noch die Super Alloy? Ich glaube nämlich, wir haben keine Super Alloy. Also können wir nichts. Okay. Gut, wir haben keine Super Alloy, also ist egal. So, dann packen wir... Ach, ich bräuchte eigentlich jetzt alle drei zum Herstellen. Weil ich will auf jeden Fall drei Tubes mindestens. Genau, drei Tubes klingt gut. Das heißt, wir brauchen auch auf jeden Fall drei Aluminium. 1, 2, 3. Und was brauchen wir noch? Da. Oh, das Silikon bricht uns den Hals. Das Silikon, das bricht uns den Hals. Ah, müssen wir Silikonfarben gehen, Leute. Da müssen wir Silikonfarben gehen. Und wir gehen da in die Richtung, weil ich würde gerne wissen, was diese Berge sind. Ob die dann wegschmelzen. So, dann haben wir, zack, 2. Was braucht man eigentlich dafür? Kobalt, Titanium, Eisen. Titanium. Kobalt nehmen wir auch auf dem Weg noch mit. Eisen sowieso. Wir haben schon einen Dreier-Grill. Drill. Wer kennt ihn nicht? Den Dreier-Grill. Eine Kiste. Hallo, Kiste. Was ist dein Inhalt? Es sieht komisch aus. Es sieht auch irgendwie so aus, als könnte ich da gar nicht hin. Oh. Ist das irgendwie Treibsand oder so? Okay. Was bist du? Okay. Das sind irgendwelche komischen Berge. Ich habe wie sie Angst. Was ist denn das Blaue? Ah, das ist das Kobalt. Okay. Und noch eine Kiste. Sehr schön. Silikon? Kein Silikon. Leider kein Silikon. Ich habe heute leider kein Silikon für dich. Aluminium nehmen wir mit. Oh, Silikon. Scheiß aufs Eisen. Obwohl, wir haben gleich... Ja, komm, wir nehmen den Sauerstoff. Und dann können wir das Silikon noch abbauen. Ich brauche halt unglaublich viel Silikon und habe ja alles andere eingesammelt. So, warum tue ich das? Warum tue ich das? Ich schmeiß das Eisen raus. Ja, oder das Titan auch. Weil ich bin eigentlich wegen dem Silikon hergekommen. Ich habe jetzt zwei Silikon, das heißt, ich kann zwei solcher Dinger bauen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Silikon. Mehr Silikon. Das ist Raumschiff, da war ich schon. Ist das, was ist das? Oh, hier ist auch Aluminium. Nice. Ja, gut. Im anderen war trotzdem mehr. Oh, da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Oh, noch mehr Aluminium. Ah, Silikon. Okay, wir schmeißen da in die Kiste jetzt, ich würde sagen, das Titan rein. Oder ein bisschen Aluminium. Ja. Und nehmen zweimal Silikon mit, weil wir haben ja hier noch mehr Aluminium. Das heißt, wir wissen ja, dass wir hier sowieso nochmal herkommen. Wir müssen jetzt gleich nur nochmal zurück, bevor wir ersticken. Ach, gut. Wir haben jetzt genug Silikon, um drei solcher Dinge herzustellen.
Und das ist gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich kann hier nicht richtig... Oh. Jetzt, kann halt nicht richtig springen. So. Jetzt können wir tatsächlich... Das kostet ja kein Silikon, oder? Nee, das kostet kein Silikon. Ich habe noch Eisen dabei. Egal. Egal. Ich könnte tatsächlich jetzt rund bauen. Ich könnte tatsächlich so ein rundes Ding bauen. Ha. Ja, so sollst du eigentlich ansnappen. Wieso tust du das nicht? Weil der Boden ja ein bisschen zu schief ist, oder was? Oh Gott. Ja, ist halt ein bisschen traurig, nicht? Okay, gut, nicht. Dann können wir das Ganze aber ein bisschen anders machen. Passt auf. Zeige ich euch gleich, wie wir das machen können. Wir können ja hier dann nichts mehr bauen. Wir können hier aber hier die beiden nach vorne machen und dann so eine Spitze draus machen. Und dann haben wir hier so zwei Stück und dann machen wir hier drüben auch nochmal zwei Stück. Und dann vergrößern wir das Ganze einfach ein bisschen. Hm? Was sagt er? Ja, ihr seid dabei, oder? Oh gut, ihr habt auch keine andere Wahl. So. Ich mach's halt einfach immer größer. So, drei Stück davon wollte ich hinstellen. Wir stellen die hier hin. Denn wir können hier sowieso nichts hinstellen. Also jedenfalls nicht anbauen an unseres... Ha, interessant. Sehr schön. Und dadurch, dass alles noch läuft, heißt es, vom Strom her passt. Ja, wir haben so noch 84 kW übrig. Leute, das ist ja unglaublich. So. Die drei laufen draußen und die drei laufen hier drinnen. Da. Oh Gott, ich bin so happy. So happy. Alles klar. Und ich ging ja jetzt nochmal 200% mehr drauf, ne? Also die laufen normalerweise mit 13 und jetzt sind die einfach plus die 200 bei 26. Ja, wusste ich auch vorher. Natürlich kann ich 13 plus 13 rechnen. Das war auch überhaupt nicht peinlich. Okay, also damit haben wir halt einfach Oxygen. Ey, schaut euch mal an, wie Oxygen nach oben schießt. Wir sind bei 83. Ja, ich glaube, Oxygen haben wir das mal. Ja, Hammer. Okay, jetzt gucken wir, wie wir den Drill bauen können. Der braucht schon mittlerweile zwei Aluminium. Und was ist stromtechnisch? Was brauchst du an Strom? 8,5. Was ist schon 8,5? Nix ist das. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Aluminium. Was hast du noch gebraucht? Ein bisschen Titanium. Ja, das Übliche, ne? Das brauchen wir nicht. Das haben wir auch nicht gebraucht. Das auch nicht. Genau. So, dann nehmen wir, ich glaube, Eisen. Okay. So. Trinken. Ah, ich habe kein Trinken. Ich habe irgendwo ein Eis gehabt. Das habe ich gerade in die Kiste gelegt. Nein. Huch. Ja. Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Es passiert nicht so häufig, dass ich in der Aufnahme tatsächlich ein Abo bekomme. Ich weiß auch gar nicht, ob mir die angezeigt werden, die es auch privat haben. Deswegen sage ich es jetzt nicht, wer es war. Und du wirst es wahrscheinlich niemals erfahren. Aber ich werde jetzt erstmal das Exoskelett machen. Übrigens. Nein, komm, wir machen erstmal die. Dann läuft es, während wir so banale Sachen machen. Okay? So, dann können wir jetzt die schönen Dinger hier hinstellen. Schau dich das Ding an. Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht wunderschön? Drehst du dich? Bam. Das, meine Freunde. Das ist Grill. Ja. Grill. Nice.
Oh, wollen wir die so versammeln, dass die alle auf einen Punkt machen? Ja, das mache ich. Wir machen die, dass sie alle auf einen Punkt zeigen. Komm schon. Ja, ich denke mal, genau auf einen Punkt werde ich jetzt nicht treffen. Aber das sieht schon sehr nice aus. Sieht schon sehr nah aus. Ich wollte die zwei ja eigentlich auch stehen lassen. Aber ich habe da keinen Platz. Ich glaube, es kommen wieder Meteoriten, ne? Yep. Und ich stehe in der ersten Reihe. Es sind vier Stück. Liegt da noch was? Nee. Okay, ich bräuchte noch ein Aluminium. Dann könnte ich noch einen fünften hinstellen. Das mache ich auch. Weil wie gesagt, vom Strom her. Oh, habe ich echt kein Aluminium mehr? Wahnsinn, dass ich das geschafft habe. Okay, gut. Ich brauche noch ein Aluminium für das für das Exoskelett. Ha. Was wir machen? Und jetzt bricht die Stromversorgung zusammen. Weil ich das eine weggemacht habe. Nein. Ich werde aber gleich mal ein Aluminium. Ja, wisst ihr noch, dieses eine Aluminium, das da oben jetzt liegt? Das macht sich jetzt lustig über mich. Ja, komm schon. Ach, schaut mal, wie schnell das jetzt hochläuft. Wie schnell das hochtickt. Guck mal, wie blau der Himmel schon ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Strommäßig? Ach, easy. Da liegen wir noch richtig gut im... Ne? Also das läuft. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Heat. It's a heat wave, baby. So, jetzt haben wir nämlich auch über 60 von Pressure. Jetzt brauchen wir das Heat. Das heißt, wir gehen jetzt gleich nochmal Aluminium farmen, damit wir mehr Heat haben. Und folgendes. Ich wollte ja das Exoskelett erstmal machen. Das machen wir jetzt dann auch. Da haben wir, was haben wir da gebraucht? Weil ich würde ja auch dann gerne den Kompass irgendwann einbauen. Da haben wir gebraucht Silikon und zweimal Magnesium. Ah, okay, gut. Erstmal schmeißen wir hier das Titan rein. Ich meine, ich muss das sowieso dann alles nochmal umsortieren. Und werde sowieso noch sehr, sehr viel dann farmen gehen müssen. Da muss ich Trinken herstellen. So. Gut, ich habe weder Magnesium noch irgendwas anderes in die Richtung. Okay. Oh, guck mal, Titan direkt vor der Toasttür. Schmeißen die Titan raus. Ich habe Magnesium gebraucht. Und Kobalt war's, oder? Also wir gehen gleich auf jeden Fall rüber, holen Aluminium. Oh, das Ding hier hinten ist bei 100 geschmolzen, ne? Also nächste Folge gehen wir da auch nochmal gucken. Wie das weg ist. Wir gehen gucken, wie nichts da ist. Silikon haben wir gebraucht. Ah, natürlich. Natürlich, Silikon war es. Ich glaube, das kleine Stück da ist... Nee, das ist Magnesium. Aber Magnesium war auch keinen mehr. Das heißt, ich muss irgendwann mal zwischen den Folgen einfach mal richtig ordentlich was farmen gehen. Damit wir einfach was haben wieder. Weil es ist jetzt auch Silikon, das fehlt hauptsächlich. Mal wieder. Da müsst ihr ja nicht dabei sein, wie ich hier einfach wild rumlaufe. Also, die Sache ist halt auch, ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch was finde. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir mal gucken. Oh, es ist auf jeden Fall gleich erreicht, ne? Gleich färbt sich der Himmel für immer. Für immer färbt er sich hell. Okay. Exoskeletto. So, ja, die Dinger fliegen gleich alle raus. Deswegen nehme ich es schon mal raus.
Weil, zack. Bei mir ist auch schon passiert, dass sie auf den Boden gefallen sind. Fand ich nicht so schön. Ach so. Ja. Sehr schön. Dann haben wir nämlich wieder vier neue Plätze. Dann können wir nämlich jetzt auch den Kompass herstellen. Wofür wir natürlich Aluminium brauchen. Wie hätte es denn anders sein sollen? Ui, der wächst aber auch schnell, oder? 0,6. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir mit der Energie sparsam, ne? In die Richtung gehen. Du siehst wunderschön aus. Entschuldigung. Ich liebe Pilze. Wasser wollte ich noch herstellen. Wir gehen gleich nochmal den restlichen, das restliche Aluminium holen. Und. Wir können schon das nächste Heating bauen. Vielleicht brauchen wir. Ach so, okay. Das braucht Iridiumrott. Okay. Ja, die Sache ist, wir können mal gucken. Biodom bei 100. Ja, wir müssen. Ach so, stimmt, mit bei NK. Ich muss das ja. Ich muss das ja. Ich sollte mal bei Heat. Sollte ich wirklich mal einsteigen. So, Advanced Crafting Station. Station brauchen wir, glaube ich, um das dann zu bauen. Das heißt, das machen wir als nächstes. Bei 175, da sind wir ja jetzt fast. Dann kriegen wir die Crafting Station. Da brauchen wir hundertprozentig Aluminium für. Das heißt, wir gehen jetzt schnell Aluminium holen, weil wir das einfach brauchen werden. Du weißt es, ich weiß es. Wir weißen's. Das ging doch so, oder? Oh Mann. Da. Einmal Sauerstoff würde ich gerne mitnehmen. Ah, ist irgendwie zweimal Sauerstoff mindestens drin, ne? Ah, mindestens zweimal Sauerstoff sollte drin sein. Das heißt, wir müssen noch einmal Kobalt holen. Und dann können wir Sauerstoff da einfangen. Und? Lass mich raten. Ja, dreimal Aluminium. Ja, schon alleine das zeigt. Aluminium. Und vielleicht ein bisschen mehr Kobalt, ne? Und wenn wir schon. Wenn wir schon farmen, dann Silikon. Silicon. Silicon Valley. Wichtig. Nuklearreaktor. Uran haben wir ja auch schon. Ich weiß nicht, kann da auch explodieren. Da wäre ich nämlich vorsichtig, bin ich ehrlich. So, wenn ich nuklear lese und Terraforming von einer neuen Welt. Schwierig, sage ich. So wie es ist. Schwierig. So. Auf jeden Fall haben wir hier richtig viel Silikon gefunden. Mal ein bisschen Schiss vor dem Sturm da hinten. Die strahlen irgendwo ganz anders. Oh, da ist so eine Kiste. Okay. Nimm die mit. So. Danke dafür. Bin jetzt voll, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir zurück. Genau. Ich wollte das Ding eigentlich nicht noch weiter ausbauen. Bin ich ehrlich. Weil eigentlich haben wir ja da drinnen genug Platz für alles. Es sieht halt auch so geil aus. So einfach vier Stück, die einfach auf dieselbe Stelle. Ah, schick, schick. Wir bauen noch mehr. Ja. Oh, ich darf nicht so viele Kobalt wegmachen, weil ich glaube, hierfür habe ich auch Kobalt gebraucht. Ne? Nee. Titanium und Aluminium. Das Aluminium, das gehe ich gleich noch holen. Gehen wir gleich holen. Irgendwie sowas. Und der Mushroom ist fertig. Okay. Was gibt der? Der gibt 35? Der wächst aber, glaube ich, schnell, ne? Gut, aber den Mushroom packen wir dann mal wieder weg und probieren jetzt das nächste Pflänzchen. Und gucken, wie der. Was hat der für ein Growth Seed? Ist auch 0,6. Liegt wahrscheinlich am Inkubator. Also die wachsen wahrscheinlich alle ganz gleich schnell. Von daher ist die Einbildung das gut. Egal. Okay. So, wir haben viermal Sauerstoff. Ich glaube, so viel werde ich nicht gebrauchen. Ich pack mal zwei Sauerstoffflaschen weg. Und einmal essen. Trinken sollte ich dabei haben und zweimal Sauerstoff. Da geht in Ordnung.
Save the game. Und jetzt laufen wir da hinten schnell hin. Hole Aluminium. Und gucken, was noch so da ist. Ich glaube, da liegt schon Aluminium. Das glitzert so aluminiumhaft. Ja. Sehr schön. Ah, wisst ihr was? Ach nee, das war Eisen. Ich wollte gerade sagen, an Silikon kann ich nicht vorbeigehen. Ich finde aber auch, dadurch, dass das Eisen an einigen Stellen glitzert, wirkt es halt wie, ne? Geschafft. So, ich würde sagen, wir laufen hinten zu der Kiste hin. Da war ja auch nochmal Aluminium drin. Und da war halt viel Aluminium drin. Und warum ich euch unbedingt dabei haben wollte, ist, weil ich hier mal reingehen wollte und gucken wollte, ob es da irgendwie weitergeht. Und ich möchte das nicht ohne euch machen. So. Ansonsten würde ich hier tatsächlich zwischen den Folgen nochmal... Oh, da ist sogar nochmal ein Wrack. Sehr schön. Seht ihr? Das hätte ich jetzt ohne euch gefunden. Wäre traurig gewesen. Also ich wäre traurig gewesen. Inventory full can't... Hä? Okay, ich könnte das rein theoretisch... Moment. Okay, Moment. Der sagt mir, ich könnte das zerlegen. Kann ich aber nicht, weil das Inventar voll ist. Was? Hüpf. Aha, hallo. Ich bin in das Schiff. Klopf, klopf. Muss er. It's a me, Selina. Gut. Wir haben Hunger und wir möchten Sauerstoff haben. Ah, das ist ein bisschen doof, ne? Aber ich laufe dann gleich nochmal und hole. Das Essen können wir tatsächlich erstmal hier lassen. Aluminium ist wichtig. Aluminium ist Leben. Naja, nicht ganz. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts. Das heißt, ich würde tatsächlich schnell dann alleine herkommen und die ganzen Kisten mitnehmen, die wir jetzt schon zusammen gefunden haben. Und wir haben ja das eine Wrack. Das würde ich jetzt noch mitnehmen. Und dann würde ich das einfach zwischen den Folgen machen. Alles nach Hause hamstern. Und ja. Wir würden dann alles wieder zusammenbauen. Wir würden ja dann... soll ich das zwischen den Folgen... Soll ich den Bau zwischen den Folgen machen? Weil es ist ja einfach nur bauen, abreißen, 50.000 Mal. Bis es auch wirklich so perfekt steht, wie ich das haben möchte. So, das ist ja alles, was da passiert. So, ansonsten danke ich euch schon mal vielmals fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.